Gut, den 16. Platz derzeit. 7 Punkte, 19 bis 15. Ja, das Abstiegsrennen läuft hoch umher. Ja, wir spielen jetzt gegen Crystal Palace Team 9 Punkte. Ja. Genau, was wir schauen wollen. Wegen unserer Defensive. 17 Gegentreffer, 14 Stoke, 12 geschossene Tore. Da sind wir schon gut dabei, muss ich sagen. Ja, es wird jetzt weitergehen gegen Crystal Palace und da darf man sich natürlich auch keine Blöße geben. Meier, der ist noch angeschlagen bei der Innenverteidiger, jetzt eigentlich zurück. Bis auf das eben Meier bisschen angeschlagen noch ist. Kann man aber nicht in so einem Spiel drauf verzichten. Auf ihn würde ich mal sagen. Meier ist ja wirklich einer, der unsere Verteidigung kompakt hält. Also er ist der Abwehrchef bei uns. Schön mal vorbei reinlassen. Kurz weg. Wilner. Teller. Weg. Und jetzt kehrt er mal Theo. Und Peter Gulaschi. Garnier, Garnier! Zu null, Exeter City. Dritter Premier League Treffer von ihm. Es wäre so wichtig, sich von da unten rauszuschießen. Oh, das war ein schwerer Patzer. Son. Wilner. Schön Wilner abgefangen. Und schöner Ball auf Son. Son an die Stange und zurück auf Gulaschi. Dachte, der geht da noch mit. Kann je. Und wieder Taylor. Nächste Riesenmöglichkeit. Und Garnier spielt heute eine sehr gute Partie. Gut den Ball hier wieder weitergeleitet. Vor allem auch gut gehalten. Das ist ja nicht so seine Stärke.
Abseits. Die Auflage auf Miljonenovic. Ja, warte was. Der hat den Fehler da gemacht. 1 zu 1. Crystal Palace mit dem Ausgleich.39. Minute. Und Garnier macht es. 2-1. Sehr schön gespielt, nicht aufgegeben. Huf. 42. Minute, Taylor erobert sich den Ball, sieht Garnier und der macht das dann fein. Vierter Premier League Treffer von Garnier. Sehr schön, Lenz. Halbzeit um. Puh. Sehr, sehr stark, muss man schon sagen. Bilic! Okay, schon. Abata. Son geht, Rossi kommt. Ein klares Zeichen, dass man nicht nur auf ihn setzt. Substitution for Crystal Palace coming off the bench. Number 41, Ruben Loftus-Cheek. Rossi. To be replaced by Rossi.
So, jetzt die Doppelwechsel. Boah, Barrett. Ah ja, da sieht man, wie wichtig er ist. Wieder Meier. Jeder weiß, da muss jetzt jeder für jeden kämpfen. Und Linz. Was für ein Glück ist da jetzt dabei gewesen. Wieder Eckball. Barrett. Da muss jetzt jeder für jeden kämpfen, um hier den dritten Sieg in der Premier League zu feiern. Und das in Folge fallen. Billig. Baker hat ihn. Okay, Billig, ganz ruhig jetzt. Billig hat es schon mal gut gemacht. Oh, Ludwig auch. Ludwig, noch ein Haken. Abschluss nicht so gut. 10 Minuten noch. Plus Nachspielzeit halt ca. 10 Minuten, sagen wir jetzt noch grob. Schmidt. Ah, hat versucht, hier sich fallen zu lassen. Kein Eckball, oder? Es gibt den Eckball noch. 92. Minute, jetzt ist alles vorne. Ohne Batte köpfelt den gut weg. Yes! Sieg Nummer 3 in Folge für Exeter City. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein. Ciao.